Okay. Wir haben auch so einen. Unseren Atem sieht man noch, oder? Das ist ziemlich kalt hier. Und hier mal durch. Beeilung. Hier waren wir ja. Jetzt haben wir halt kein Ätzmittel mehr, ist das Ding. Aber ich denke, ich habe mich kurz vor dem erschrocken, ey. Übel. Ich denke, das ist schon okay so. Nach oben. Ist jetzt aber schon fast ein bisschen mehr Action gerade, ne? Zumindest jetzt hier in dem Video. Mit dem Maschinengewehr. Und schon was. So, hier ist ja noch ein Toter. Die Crew bestand ja nicht mal aus 8 Leuten, also... Das ist ja... fast alles, was hier an Bord war dann. Was wir mittlerweile gefunden haben. Mal. Hier wird es wohl irgendwas sein. Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Die ist gerade wieder verschwunden. Alter, was ist denn los, Mann? Wie das Spiel einfach gekonnt zwischen Action und Horror wechselt. Das ist übel. Alter, der Schatten gerade. Das war ich, ne? Ja. Okay. Guck mal kurz hier dieses Rad an. Ja, können wir nichts machen. Hier auch wieder der ganze Schleim überall. Ich habe sie gefunden. Warte kurz, ich prüfe kurz, ob die Tür aufgeht. Nope. Okay, dann. Evie? Evie, warte! Da läuft ein Alarm. Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach dir nicht nur Sorgen, wie du Emily zurückbekommst. Was ist hier los? Wo ist die? Okay, da spawnen so ein paar Viecher. Ich leg Bomben. Das haben wir gleich. Komm schon. So. Machst du gar nichts mehr. Haben wir ihn? Ne, er lebt noch. Warten, bis er sich wieder lebt. Immer noch. Okay. Geschafft. Weiter geht's. So. Evelyn macht mehr Freunde. Wieso nennen die die Freunde? Freunde von Evelyn. Das schaut aber ungesund aus. Kann ich da einfach durchgehen? Scheint so. Es brennt. Bist du tot? Kannst du bitte einfach tot bleiben? Was ist denn los? Oh Mann! Oh, Leute!
zufällig. So. Erledigt. Kein Problem. Es wird immer schlimmer. Wir erleben also gerade hier die Anfänge des Ausbruchs. Evelyn, komm zurück. Du sollst da fast drin sitzen, oder? Alles gut. Alles in Ordnung. Wir sollen jetzt nach 3 hochfahren. Das heißt, es war ganz gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Folgen wir ihr. Oh, Evelyn. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Na super. Na toll. Okay. Wollen wir mal. Wo bin ich denn? 2F. Okay, wir sind hier wieder auf der Ebene. Das heißt, theoretisch hätten wir es dann immer noch machen können mit den Schmelzteilen da mit der Säure, aber passt schon. Wir müssen zu unseren Kollegen schauen. Komm schon, schnell. Ob es ihm noch gut geht. Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Bleib liegen. So, jetzt hätten wir es ja spätestens aufmachen können. Hier ist auch abgeriegelt. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Und deswegen können wir auch hier oben drüber klettern. Okay. Die Tür ist jetzt offen. Das bringt nichts. Klopapier. Klopapier. Küchenrolle. Klopapier. Oh Mann. Profi am Werk. Okay, warte. Gleich. Oh, natürlich kommt da noch einer. Tot. Okay, jetzt müssen wir hier oben drüber klettern, deswegen ist auch Blut dran. War vorher nicht da. So. Eine Notfallabschottung. Okay. Jetzt hier einfach nach oben gehen, oder wie? Nach unten ist zugestellt. Noch zu gesperrt, da kommen wir nicht weiter. Also ab nach oben. Was ist das hier? Einfach irgendwelche Flaschen. Komm schon. Haben die etwa versucht, mit dieser Abriegelung die Monster einzudämmen? Meine Hand hat ja mal einen üblen Schnitt. Holy. Das ist der Raum. Das ist der Raum, in dem wir gerade sind. Hier hinten. Sie ist hier irgendwo. Evelyn ist hier irgendwo. Hier ist der Player. So, an dem Fernseher sitzen wir gerade. Okay. Ich mach das noch kurz ein bisschen um, dass wir hier nichts übersehen. Oh, alles gut. Das heißt, wir müssen. Ah, hier ist eine Tür, Leute. Die habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Das ist unser Kollege. Okay, warte. Alles in Ordnung? Wie bist du hergekommen? Okay? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Es wird alles wieder. Dir vertraut. Das kleine Miststück. Nee, hat sie. Okay, warte. Evie, nein, Evie! Alan, hör zu! Ich hab's nicht so gemeint!
Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen. Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Was? Okay. Jetzt sind wir infiziert. Das war der Moment, in dem sie uns infiziert hat und er ist tot. Evelyn hat ihn einfach umgebracht. Weil er Miststück zu ihr gesagt hat, oder wie? Ich dachte, da steht jemand. Mach doch nicht sowas. Okay. Was ist das hier? Das ist das Teil, da liegt doch eigentlich der Körper drin. Und diese einzelnen Bauteile für das Serum. Durchhalten. Was ist das hier? Alles ist gut, Mia, wir kriegen das hin. Da wurde Mia gerade infiziert und deswegen verwandelt sie sich zu dem, was wir im Haus dann angetroffen haben. Hier ist es ziemlich dunkel. Sehr, warte noch, bevor ich da hingehe. Jetzt hier noch schauen. Ich denke, wir machen zuerst den PC, bevor ich da weitergehe. Okay, was ist das? Warte mal. Das ist doch... Das ist die Sequenz vom Anfang vom Spiel. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht! Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Was? Jetzt haben wir das ganze Video gesehen. Und... Boah, ich bin gerade sprachlos. Warte, war da noch was? Ne, das passt schon. Wir haben gerade die E-Mail an Ethan geschickt. Dieses Video. Evelyn übernimmt das Schiff. Wir müssen sie aufhalten. Wir werden für immer zusammen sein. Und so begann alles. Krass. Einfach nur krass. Ich bin sprachlos. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Hätten wir dich einfach sagen können, dass wir eine Familie sind?
Oh nein, das ist nicht gut. Wir hätten einfach sagen sollen, dass wir eine Familie sind und alle wären glücklich gewesen. Oh Mia, was machst du denn? Kassette ist weg. Ja. Speicher mal. Warum hat denn Mia jetzt nicht einfach sagen können, yo, okay, so eine Familie, so auszwecksmäßig. Wahrscheinlich wegen dem Infizieren. Wahrscheinlich wollte sie uns wieder infizieren und so uns um Vieh machen irgendwie. Und deswegen mussten wir das sagen. Und jetzt sind wir wieder hier ohne irgendwas, nur mit der Pistole. Aber jetzt wissen wir auch, was dieses Ding ist. Die Gewebeprobe von Evelyn. Okay. Ja, ich bin bereit. Das ist der Bereich. Ja. Der Schrank ist neu. Flüssige Chemikalie, okay. Hier vorne ist er gestorben. In unseren Armen. Hier. Und da sind wir auch erwischt worden. Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Enektoxin. Okay, da fehlen halt immer wieder Buchstaben. Geben Sie die Probe in den Nekroxinbehälter. Das ist die Hälfte des Textes, die bei uns fehlt. Also die wir bei Margaret, als wir bei Margaret oben in diesem Oberbereich rein sind, da haben wir auch immer nur wieder so kleine Teilchen waren da. Und das ist, glaube ich, genau das Gegenstück dazu. Okay. Was ist mit dem Aufzug? Erstmal kurz checken. Wir können den Aufzug auch aufmachen. Können hier nach oben klettern. Das bin ich ein bisschen überfragt. Wo sollen wir denn zuerst hingehen? In den Aufzug oder durch die Tür? Wir gehen mal hier durch die Tür. Gucken wir uns das hier nochmal an. Der PC ist weg. Ein Dietrich brauchen wir hier. Was? Okay. Maschinengewehrmunition. Flüssige Chemikalie. Was soll ich denn jetzt noch einen Dietrich herkriegen? Schießpulver, okay. Das ist schon mal gut. Raut. Hier ist der PC. Er ist wohl kaputt. In Ordnung. Wo sollen wir denn jetzt noch einen Dietrich herkriegen? Boah, das Spiel, ey. Und hier kommen wir jetzt auch nicht mehr durch. Wir haben keine ätzende Substanz. Keine Säure. Ach du heilige Scheiße, ey. Gut, uns bleibt also nur der Aufzug, der Weg nach oben. Guck mal gerade, wir haben die Möglichkeit eigentlich uns noch ein bisschen Munition zu machen. Dann mache ich das auch mal. So. Ja, machen wir auch gleich nochmal ein Heilmittel. So. Weiter geht's. Übel. Übel. Wir können nach oben klettern. Für unten, da müssten wir irgendwie diese Mutter entfernen. Schraube da. Alter. Auf nach oben. Evelyn hat halt auch gerade gesagt, sie braucht uns jetzt nicht mehr. Das ist halt das Schlechteste, was hätte passieren können. Die hat uns ja auch nicht verletzt vorher. Wir sind auf der Brücke. Wir sind auf der Brücke. Okay. Der Funk wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Hier sind Kameras, okay. Mich erstmal kurz um. Hier wird es weitergehen. Schießpulver. Okay. Das sage ich natürlich nicht nein.
was ist denn hier los, ey? Das ist der Tanker. Okay, noch habe ich irgendwie da zum Beispiel Bombe mit Fernzünder nochmal. Sehr schön. Oh mein Gott, okay. Der wurde hier rausgezogen. Oh, ey, Evelyn ist auf jeden Fall echt heftig unterwegs gewesen. Die hat ja richtig randaliert. Hier haben wir nichts mehr. Captains Kabine. Ich guck erstmal auf diese Kameras. Oder irgendwas anderes machen. Vielleicht funktioniert er noch. Kamera wechseln mit F. Okay. Das ist der Raum, in dem wir gerade waren. Der Aufzug. Okay. Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Und das ist Deck. Die Uhr ist immer noch auf Rot. Wird das wohl überleben? Nicht nein! Hör auf, Evelyn! Was hat sie getan? Verdammte Halluzination! Wo ist sie? Was hat die gerade getan? Die hat uns richtig den Arm eingedrückt. Warte, kann ich? Ah nein, sie tut ihre Uhr nicht so hoch. Warte, hier. Ah, schade. Ich wollte das nochmal angucken. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder nach unten kommen. Hier des Kapitäns. Kapitänskajüte. Oh ja, warte. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Karte des Schiffs, das ist schon mal sehr gut. Kreuzschlüssel, her damit. Ich bräuchte aber trotzdem noch irgendwas, um hier den Schrank zu öffnen. Das wäre sehr, sehr lieb. Ich brauche dieses Gewehr. Und was auch immer da unten drunter ist, noch eine Bombe. Bombenstimmung hier. Ja, wo kriege ich denn den Schlüssel hier vom Captain? Warte, schau mal auf die Karte. Eine Brücke. Hier oben ist ja noch immer mehr. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir den Schlüssel. Okay, hier wird es dann wieder nach unten gehen. Oh mein Gott. Kraut. Ja, damit. Jetzt hier lang immer schön den hellen Gängen folgen. Okay, da sind wir wieder auf der Brücke. Das heißt einfach mal hier lang. In den schönen dunklen Gang, der absolut nicht einladend aussieht. Ich höre schon. Wo war sie? Hier. Habe ich überhaupt ein Messer? Ne, wir müssen ihn abschießen. Ein weiterer Wackelkopf. So, und jetzt hier. Können wir nichts machen, oder wie? Schieb doch das Ding weg. Dann können wir da durch. Hä? Ich will aber den Schlüssel für die Kapitänskajüte. Kabine. Den Schlüssel für den Waffenschrank finden. Also der muss doch hier irgendwo auf der Ebene sein. Ich glaub's ja nicht. Ich mach mal hier jetzt den Fahrstuhl auf. So. Okay. Der Captain wird doch wahrscheinlich seinen Schlüssel hier vorne irgendwo haben. Soll ich mir mal ein Psychotonik? Hab ich keins. Ich hab kein Psychotonik auch mehr. Auf S2. Vielleicht besteht jemand. In irgendeinem Schub oder so, dass es hier irgendwo liegt. Das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwo sein. Hier auch nirgendwo auf dem Gerät. Irgendwo ein Schlüssel. Kein Schub, den man aufmachen kann. Hier irgendwie. Kann doch gar nicht sein. Hier sind wir auch ja kein Schlüssel. Vielleicht müssen wir dann später nochmal nach oben kommen. Einfach so.
haben wir keine Wahl. Ich will dieses Gewehr hier. Ich muss es einfach haben. Nee, es sind alles nur Steuereinheiten hier, Telefone. Gut, wir werden hier nicht fündig werden. Letztes Mal schaue ich noch hier in dem Eck. Ja, aber da ist auch nichts. Gut, dann müssen wir einfach nach unten gehen. Bleibt uns keine andere Wahl. Jetzt habe ich hier irgendwie eine Kapitänskabine. Auf dem Stuhl oder so. Vielleicht finden wir den Kapitän ja auch noch. Dass er dann irgendwo liegt oder uns angreift oder so. Kannst du es nicht einfach aufschlagen? Ne? Gut, na dann. Gehen wir mal nach unten. Kann ich einfach springen? Okay, alles gut, alles gut. So, und jetzt können wir uns hier den Schacht aufmachen. Und Ethan retten. So, Vorsicht. Ich höre es. Unter uns. Oh lol, okay. Luis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Weddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2. Aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Wayne. Und es fehlt also hier eine Sicherung und dieses Kabel. Na super. Hinabsteigen, schaue ich so aus. Überlebensmesser. Oh ja. Okay. Würde gerne mal wieder speichern, wenn ich ehrlich bin. Der hat keine Arme mehr. Okay, warte. Wir nehmen jetzt ein Messer. Oh mein Gott, ich habe ihm gerade den Kopf abgeschnitten. Okay, das funktioniert ganz gut. Hier rein. Ein Safe Room. Und das ist auch der Raum, in dem er gesessen ist. Evie ist oben. Evie ist oben. Er hat uns einen letzten Hinweis gegeben. Abteilung für Spezialeinsätze. Achso, den haben wir schon gelesen. Kennen wir ja schon. Evie ist oben. Oh Mann. Und wir haben hier leider keine anderen Vorräte. Ich hätte gerne die ganzen Waffen von Ethan wieder. Ja. Aber sieht gerade nicht so gut aus. Wir speichern mal. Und dann müssen wir uns weiter durchkämpfen. Go. Tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole. A prisoner. No parole. They locked me up and took my soul. She's done.